Herzlich willkommen zu einem neuen Part von Bioshock. Wir lassen die Little Sister erstmal gerade weggehen, weil ich nicht weiß, ob sie da gleich reinlatscht, wenn wir sie jetzt töten. Haben im letzten Part Camouflage gekriegt, das heißt, wenn wir stehen bleiben, werden wir unsichtbar, was ich super geil finde. So, wo gehen die denn jetzt hin? Wir lassen die erst eben kurz einmal ein bisschen latschen. Weil ich habe immer Angst, dass sie noch da rein läuft. Ja, meiner auch. Ich würde sagen, wir werden es einfach mal... Sieht er uns? Den auch. Komm mal her. Nein! Doch? Nein! Nein! Sind die alle blond? Ich habe immer noch nicht darauf geachtet. Ich glaube, es gibt einmal schwarzhaarige, braunhaarige. Ach, das steht ja auch. Sehe eine an. Danke. Ich werde mich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Und wann kommt das? Kommt das jetzt hier hin? Kann ich das angucken? Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Oh, wie nett. Safecracker. Safecracker ist eins der beliebtesten Produkte von Hexmart, da es dir Zugang zu Orten verschafft, an denen die dich nicht haben wollen. Werden sie zum Meister aller Stationen. Sehr geil. Aber was ist das denn hier für ein... in der Genbank? Ich muss mir unbedingt was kaufen. Kampftonika, Körpertonika. Wollte ich mir, glaube ich, das nicht gekauft. Technik hätte ich ganz gerne. Ja. Ist aber jetzt erstmal egal. Kampf. Auf jeden Fall auch. Achso, ich muss das ja hier oben auswählen. Dann nehmen wir das. So, und was will ich noch? Noch ein Körper? Ja. So, ne, da. Und dann nehmen wir... Ach, haben wir nur Dieb. Toll. Machen wir nochmal Kampf. Ah, wir hätten Technik nehmen sollen, ne? Ich bin doof. Hm. Ah. Tja. So kann es einem passieren auch, ne? Hm. Ja, gut. Nicht so ganz tragisch. Ich muss jetzt in die Haie, Mr. Bubbles. Was ist hier? Hier waren wir auch noch nicht. Es gab Bestrebungen, den Einsatz von Plasmiden zu beschränken. Wegen der Nebenwirkungen. Blindheit, geistige Verwirrtheit, Tod. Doch was ist unsere Ideologie wert, wenn sie nicht auch angewandt wird? Der Markt reagiert nicht wie ein kleines Kind, das beim ersten Anzeichen von Unwohlsein gleich zu schreien anfängt. Der Markt ist geduldig und wir müssen es auch sein. So sehe ich das. Das ist schwierig, wie ich das sehe. So, fix einmal. Headcam. Okay, das ist soweit okay. Und dahin, so ist es wunderbar. Perfekt. Nochmal eins eventuell nach oben. Super. Das ist mir noch nie aufgefallen, dieses Ding hier unten. So, und dann gucken wir mal, was es uns bietet. Alter, ich weiß immer nicht, wie viele ich schon habe oder nicht. Also hier hätte ich gerne was, glaube ich, gerne von, wenn es geht. Da auch einmal, und dann kann ich jetzt auch nur noch die beiden machen. Autohacker lassen wir erstmal. Dafür nehmen wir einmal die mit dabei. Jetzt müsste sogar noch was runterkommen. Ne. Okay, gut. Dann war das jetzt hier einfach erstmal sowas für. Hier war nichts mehr. Ich glaube, hier muss ich... Oh. Okay. Ne, hier müssen wir noch nicht hin.
machen wir es wirklich mal so ein bisschen, wie die das wollen. Das war immer diese Nietenpistole. Immer in der... War ich da schon drin? Ich wollte einmal noch schon mal hier was ändern. Was wollte ich denn da ändern? Komm, wenn ich schon hab, dann kann ich es jetzt auch da einmal reinsetzen. Und das machen wir einfach Telekinese. Nein. Ich hätte gerne Telekinese. So. Rolling Hills ist gleich da drüben. Und auch die Anlegestelle der Tauchkugel. Dann geht's direkt weiter zu Ryan. Also irgendeiner muss mich ja gerade gesehen haben. Eine Kamera, aber ich weiß nicht. Jetzt findet sie mich nicht. Ich glaube, es hackt, meine Liebe. Wo bist du denn hingefallen? Na ja, egal. Tree Farm. An der Oberfläche habe ich einst einen Wald gekauft. Die Parasiten behaupteten, das Land gehöre Gott und verlangten, dass ich dort einen öffentlichen Park errichten sollte. Weshalb? Damit das gemeine Volk mit offenem Mund unter dem Himmelszelt stehen kann und so tun kann, als wäre es das Paradies, das es sich verdient hätte? Als die Regierung meinen Wald verstaatlichen wollte, habe ich ihn mit eigener Hand niedergebrannt. Nicht Gott hat die Samen für dieses Arcania gesät. Ich weiß. Ja, was macht Größenwahnsinn aus einem eigentlich, wäre hier, glaube ich, die richtige Frage. Ich meine, wer das Buch gelesen hat, ich werde es auch bis bald werde ich es weiterlesen. Ja, was macht eigentlich sowas aus jemandem? Ich finde das schon manchmal sehr befremdlich, was er da von sich gibt. Hallo, ich stehe doch hinter dir. Denn? Du, mein Freund. Ja, ich kann es mir auch. Ist hier nicht noch irgendwo was Schönes? Nee. Da würde der nächste Big Daddy kommen. Hat er eine Kleine mit dabei? Wo ist denn der überhaupt? Den könnten wir aber schon einmal fotografieren, knipsen. Krieg ich den wohl nochmal einmal? Ne, doch. Oh, bitte viel. Noch einmal, noch einmal? Na, doch, juhu, super. Stößt einen immer so weg, wenn man nicht, schnell genug. Nein, ich wollte keine Zigaretten. Will ich jetzt schon einen noch haben oder später? Komm, wir machen jetzt einmal. Ich weiß nicht, ob er sich jetzt eine holt. Wo ist denn die nächste? Wo ist denn die nächste? Das wäre da. Ja, dann aber hurtig. Da hätte ich jetzt auch. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Dann hol dir mal eine, dann werden wir dich gleich fahren. Ich habe das immer ganz gerne, dass ich das eigentlich so schnell wie möglich abgearbeitet habe. Holt er sich jetzt eine oder keine? Doch. Ich persönlich finde das immer so sehr traurig, wenn... Also ich finde das immer sehr, sehr traurig. Ja, das meinen die mit dem... Das meinen die mit dem Ranzoom. Ich finde das immer sehr persönlich. Also ich finde es immer sehr traurig, wenn die dann tatsächlich keine Little Sister haben. Es gibt ja nur bestimmt viele Little Sisters. Für ein Level. Und dann sind die ja quasi weg. Und das finde ich so traurig irgendwo auch, weil die stampfen dann wirklich Seelenmutter allein hier durch. Und haben über...
Im Endeffekt haben sie überhaupt niemanden. So, das ist leider gleich dran. Also ich finde es super traurig. Das muss man immer sehr, nein! Wie ist das schwarzhaarig, siehst du? Nein. Ja, so braun. Nein. Du hast mich gerettet. Ja, na Tag, na klar. Ich würde nie was anderes tun, meine junge Dame. So, weil dann haben wir das nämlich schon... Oh, lass mich doch hier durch. Dann haben wir das nämlich schon so weit, fertig. Und können... Ne, hat da nicht irgendwas geblinkelt? Ne. Können wir erstmal so weit weitermachen. Als wir hier ankamen, fing Marsha sofort an zu schreien. Mama, Mama, was ist das? Was ist das? Ich dachte erst, sie hätte so eine Art Anfall. Und dann wurde mir klar... Bäume! Bäume! Sie hatte noch nie zuvor einen gesehen und hielt sie für Ungeheuer. Oh, Sammy, vielleicht hätten wir niemals hierher kommen sollen. So, geht das mal weiter. Man geht immer sofort auf... Kann man die eigentlich auch so hacken? Ja. Hacken wir uns einmal. Also, was wollte ich jetzt sagen? Ich weiß es nicht. Also. Ich muss jetzt kurz rüber. Ich muss das jetzt mal einmal kurz fertig machen, dann kann ich gleich weiter. Und jetzt noch so eins. Juhu! So, das holen wir uns natürlich schon mal einmal. Was gibt's denn hier Schönes? Gofu. Ey, Senoritas! Ja, ich könnte es mir einmal leisten, würde ich sagen. Ich habe so viel Geld schon wieder. Ich glaube, das wird nur günstiger. Aha, eine Kontaktlinie. Dann ist aber auch gut. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Da müssen wir also noch nicht hin, dann gehen wir erstmal weiter. Wow! Was ist jetzt? Da stimmt irgendwas nicht. Jetzt hör mir mal zu. Ich bin kein Botaniker oder sowas, aber ich glaube, Ryan hat Arcadia gerade vernichtet. Er hat irgendwas mit der Atemluft angestellt. Wir befinden uns auf dem Meeresgrund, Junge. Der gesamte Sauerstoff kommt von den Bäumen. Keine Bäume, kein Sauerstoff. Denk da mal drüber nach. Ryans Frau in Arcadia ist eine alternde Schönheit namens Langford. Ganz in Ordnung, aber sie macht so ziemlich alles für ein paar Dollar. Wenn sie noch am Leben ist, dann wird sie ihre Bäume ganz bestimmt retten wollen. Immerhin hat sie die verdammten Dinger gepflanzt. Okay. Julie Langford. Ich glaube, das ist nur so eine Wissenschaftlerin gewesen. Boah, das ist so krank. Okay. Hallo. Meine Bäume! Das warst doch nicht du, oder? Nein, Ryan. Ich glaube, ich weiß, wie ich die Bäume retten kann. Es ist ein genetischer Vektor, der... Oh, wem erzähle ich das? Könntest du eine Rosa Gallica für mich finden? Suche in der Kröte. Ich muss weiterarbeiten, solange noch Zeit bleibt. Ich gehe zurück. Das war unsere Heimat! Da kann ich doch nichts für. Da müsst ihr euch bei jemand anderem beschweren. Warum denn bei mir? Komm her! Ich renne! Das ist alles, was... Danke für den Besuch. Gerne.
sagt man, der, na gut. Gibt's halt ein bisschen, laues Kino, so, wir gehen erstmal weiter. Ich hoffe, da weit kommt keiner. Du besudelst diesen Ort! Warum müssen die mich immer so dumm erschrecken? Ich muss ja erst wieder hin. Sie bekleiden sich mit Blättern und nennen sich die Saturnjünger. Naja. Sie trinken menschliches Blut und singen geisteskranke Sprechchöre. Sie glauben, sie wären beseelt von altertümlichen Gottheiten. Dass ich nicht lache. Alternde Mitglieder einer Bruderschaft sind sie. Die Plasmide schlucken und es Ambrosia nennen. Der Witz ist noch, da wir jetzt dieses Tonikum hier haben, können die uns ja auch nicht sehen. Von daher ist es uns eigentlich egal. Wir kommen ja gar nicht durch. Du spielst mit den Saturnjüngern? Ach ja, ich vergesse es immer wieder. So, jetzt muss ich hoch. Muss ich einmal mit dem Baum einfach so rumlaufen. Das ist natürlich auch immer schön. Ich lasse jetzt einmal die Ansicht, auch wenn sie so ein bisschen schwammig ist. Aber hier kann ich schon mal rein. Sag mal nichts dazu, ich habe Angst. Raus! Jetzt kommt ein Actionfoto. Das war. Komm schon. Noch ein bisschen. Super. Revier! Ich bin glücklich. Das war aber knapp, junger Mann. Glücklich. So, habe ich da noch irgendwas vielleicht, was ich noch brauche? Nee. Das waren alle Säufer, ne? Also die haben ja so viel gesoffen hier. Muss man sich mal überlegen. Die sind ja auch nicht mehr so ganz. Ja, ich schieße sehr oft daneben, ich weiß. Bitte keine Kommentare dazu. Ich weiß Bescheid. Hallo? Ist hier irgendwo drauf? Ich war gerade irgendwo geblinkelt. Nein. Gut, dann können wir erstmal weiter. Hier haben wir soweit fertig. Hier weiter. Das war aber ganz schön heikel. Houdini, Sicherheitslücke. Okay. Neues Tonikum, Sicherheitslücke. Das Sicherheitslückentonikum passt die Temperatur ihrer Epidermis dahingehend an, dass sie Sicherheitskameras und Geschütze verwirrt und ihre Reaktion entsprechend verzögert. Was? Okay. Nö, brauche ich erstmal nicht. Lager ich erstmal. Geld!
kommen. Jetzt ist aber gut. Also immerhin sind es nicht so ganz fies aufgebaut, dass man wirklich immer noch eine Chance hat, da hinzukommen. Böse wäre es natürlich, wenn sie jetzt hier irgendwie noch eine Platte haben oder da, also na gut, das könnte man auch noch machen, aber... So, hätten wir auch. Muss ja einen Grund haben, warum das hier so viel ist, oder? So, eine, der nach dort geht. Ich sag immer dort oder da, weil ich muss wirklich ganz, ganz ehrlich gestehen, ich bin, ich kann es nicht unterscheiden. Links und rechts. So ist es. Aber ich bin trotzdem eine ganz liebe Person. So, weiter geht's. Das gehört mir auch. Das. Verbandskasten nehme ich auch immer gerne mit. Hä? Okay. Ach, da unten, wa? Lass ich erstmal einmal kurz zu. Hier bin ich zu faul dazu. Ist ja gut. Gregory, komm mir nicht mit deinem Gejammer über die Kräfte des freien Marktes und glaub ja nicht, ich bestrafe unsere Bürger dafür, dass sie ein bisschen Einsatz zeigen. Wenn dir nicht gefällt, was Fontaine macht, dann schlage ich vor, du machst dir mal Gedanken, wie man ein besseres Produkt anbieten kann. Oh, hallo? Den habe ich gar nicht gesehen. Komm, wir kaufen den mal an. $12, meine Güte. Da brauche ich erstmal nichts. Irgendwas kommt sehr gut. Ich bin momentan wirklich nur wieder am Hamstern. Gehen wir mal weiter nach hier, ob noch hier irgendwie was ist, was ich... was von Nutzen ist. Nee. Also man kann auch es nicht annehmen. Toxisch! Toxisch! Ja, ich weiß von der Abriegelung der Stadt. Das ist lächerlich. Gib mir nur eine Minute. Die ersten Lazarus-Tests waren sehr vielversprechend. Wenn diese Gallica-Rosen blühen, sind wir im Geschäft, Herrgott, nochmal. Hey, die Abriegelung! Oh ja, gut, ich verschwinde. Aber irgendjemand muss nochmal zurückkommen und nach diesen Proben sehen. Sie sind extrem wichtig. Haben wir die jetzt? Wurde irgendwas... Oder habe ich das schon wieder vorgenommen? Was ist hier so drin? Eine tote Katze. Ein Film. Okay, das kann ich auch ganz gut benutzen. Eine Antiperson ist immer gut. Ich krieg das immer nicht hin. Nicht zu glauben, wie sehr sich alles verändert hat, seitdem ich Steinmans Praxis verlassen habe. Ich kann Ratcher fast nicht wiedererkennen. Sie sollen Leute auf dem Apollo-Square eingekesselt haben. Ich habe Ryan gefragt, wie er Unschuldigen so etwas antun könne. Er sagte nur, Unschuldige? Wenn sie sich nicht dafür entscheiden, Rapture zu verteidigen, dann stehen sie auf der Seite von Atlas und seinen Schergen. Es gibt also keine Unschuldigen. Es gibt nur Helden und Verbrecher. Okay. So, ich habe gerade auch irgendwo nichts zu erzählen.
erzählen, weil ich mich so konzentriere, weil ich nicht weiß, was ich machen soll, muss ich ehrlich sagen. Ja, wenn man sich konzentriert, dann kann nämlich auch schon mal sowas dabei rauskommen. Das heißt, dass ich mir auch so ein bisschen mal ja auch irgendwas treffe oder so. Es kommt alles vor, tatsächlich. Oder soll ich mich auch wundern, warum hier sowas Komisches steht? Das ist mir noch nie aufgefallen. Was ist das? Ach, das ist bestimmt auch von diesen Saturn-Jüngern. Gehen wir mal weiter. Ob sie uns jetzt irgendwas Neues sagen. Hast du die Rosa Gallica? Ja. Na also, auf was wartest du? Auf eine Einladung in Schönschrift? Schick sie mit der Rohrpost rüber. Ja, das werde ich gleich machen. Ich beende hier erstmal einmal den Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem. Und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, Bioshock. Bis dann, tschüss.